Die Stephanus Stiftung in Berlin bestand aus Heimen für alte Menschen, für behinderte Menschen und aus einer Diakonausbildung ebenfalls, die aber wesentlich offener war als in Züssow. Man sagte mir dann auch dort von der Hausleitung, hätten sie sich gleich zu uns hergewandt, dann hätten sie ihre Ausbildung noch zu Ende machen können, wenn es dort nicht mehr ging. War dann zu spät, wollte ich dann auch nicht mehr. Ich hatte meinen Job, das war so ganz okay, aber ich kam halt dort mit Leuten zusammen, mit Gleichaltrigen, die eben schon irgendwo engagiert waren, war es in der Solidarischen Kirche oder in anderen Gruppen. Und ja, kam dann im Grunde in Kontakt mit Evelyn Zupke. Die wohnte direkt auf dem Gelände der Stephanus Stiftung, hatte quasi in einem Heim für Behinderte noch so eine Einliegerwohnung mit drin, was ich dann im weiteren Verlauf als sehr optimal herausstellen sollte, weil das war quasi ein richtig geschützter Bereich, wo die Stasi und Polizei nicht so einfach ran konnte. Und durch sie quasi, sie hatte irgendwie so den Kontakt gefunden zum Weißenseer Friedenskreis, bin ich quasi da mal mit vorbeigegangen und war vom ersten Mal quasi mit drin, weil das war das, was ich wollte. So diese Gespräche um Veränderung der DDR, um Demokratisierung und Wege dazu finden, und zwar auch über Aktionen, das hat mich eigentlich begeistert. Und zu meiner ersten Demonstration bin ich gestern vor 11 Jahren gegangen. Das war am 10. Oktober 1989. Da ging es so um die Pressefreiheit der Kirchenzeitung. Da bin ich noch nur mitgelaufen. Das war noch nicht von mir mit organisiert. Die wurde ja dann auch von der Staatsmacht aufgelöst. Wir waren noch gar nicht weit gekommen vom Berliner Konsistorium, dieser Protestzug, so, als dann die Leute schon aufgeladen wurden. Ich selber nicht, aber habe das erste Mal so miterlebt, wie das dann so abgeht bei solchen Sachen. Unsere erste Aktion war im Herbst 88 auch noch eine Aktion gegen dieses Verbot des Sputnik und sowjetischer Filme in unseren Kinos. Also es war die Zeit von Michail Gorbatschow. Es kamen Filme in die Kinos, die sozialkritisch waren in der Sowjetunion. Es wurde ein Sputnik-Heft verboten. Das ist so eine Zeitschriftenreihe, Magazinreihe im Grunde gewesen, das sich kritisch mit Stalin auseinandergesetzt hatte. Und in dem Zuge wollten wir versuchen, einen Kinoboykott in Berlin durchzusetzen und hatten aufgerufen, mit Flugblättern an einem Tag nicht ins Kino zu gehen. Und die Flugblätter dann auch vor dem Kino International verteilt. Das ist eines der größten Kinos gewesen. Aber wenig Erfolg. Ich weiß nur, es lief Krokodil Dundee und dagegen kam ja nicht an. Es war also eine Aktion, die ins Leere ging. Ein einziger Kinobesucher hatte sich bereit erklärt, mit uns zu reden. Er sagte, also ich probiere mal noch, ob ich noch eine Karte kriege. Und wenn nicht, dann komme ich raus, dann können wir nochmal drüber reden. Der hat dann auch keine Karte gekriegt und mit dem haben wir dann auch geredet. Aber es war nicht wirklich ein Erfolg, weil hätte er eine gekriegt, wäre er auch weg gewesen.